Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Monaten beschäftigen uns die geschlossenen Heime der Hasenburg in Brandenburg. Und immer wieder kamen und kommen neue Details über vermeintliche Vorwürfe an die Öffentlichkeit. So berichten Mitarbeiter und betroffene Jugendliche von harten Sanktionen bei Regelverstößen, von tagelanger Isolation, von stundenlanger Fixierung und von Demütigung. Und diese schwerwiegenden Vorwürfe stehen seit Monaten im Raum und sind seit Monaten bekannt. Doch der Senat hat über lange Zeit nichts unternommen. Über Wochen ist Senator Scheele, der sonst das Licht der Öffentlichkeit nicht gerade scheut, abgetaucht. Und vermutlich hat er gehofft, dass sich die Wogen von allein wieder glätten würden. Es gab keine Unterrichtung des Parlaments und der Öffentlichkeit. Und der Senat hat auch in dieser Zeit keinen Beitrag zur Aufklärung der erhobenen Vorwürfe geleistet. Herr Senator Scheele, Sie haben sich nicht als aktiv handelnder Verantwortungsträger präsentiert, sondern als Getriebener der Ereignisse, deren Wirkung Sie maßlos unterschätzt haben. Und erst auf erheblichen öffentlichen und auch politischen Druck haben Sie Ende Juni 2013 entschieden, so lange keine Jugendlichen mehr in der Hasenburg unterzubringen, bis die Vorwürfe ausgeräumt sind. Herr Senator Scheele, souveränes Handeln sieht wirklich anders aus. Und da stellt sich schon die Frage, warum diese ungewohnte Zurückhaltung, die man sonst von Ihnen gar nicht kennt. Und es stellt sich in der Tat die Frage nach der merkwürdigen Doppelrolle von Christian Berntsen, der Ihnen ja als Parteifreund sehr gut bekannt ist, und die Frage, welchen Einfluss er auf Ihr Handeln genommen hat. All diese Fragen und die erhobenen Vorwürfe müssen lückenlos aufgeklärt haben. Sind eben noch nicht aufgeklärt. Sie müssen aufgeklärt werden. Und deshalb haben wir gemeinsam mit allen Oppositionsfraktionen heute einen Antrag auf Aktenvorlage eingereicht und werden diese auch sehr gründlich vornehmen. Zudem, und Herr Eisold hatte es erwähnt, werden wir am Freitag als Familienausschuss nach Brandenburg in die Hasenburg fahren, um uns selbst als Abgeordnete ein Bild vor Ort zu machen und um mit den Jugendlichen sprechen zu können. Meine Damen und Herren, die CDU steht für eine rückhaltlose Aufklärung der Vorwürfe. Wir akzeptieren aber weder voreilige Skandalisierung, noch sind wir bereit, den Darstellungen des Trägers unkritisch Glauben zu schenken. Unsere Haltung in dieser Frage ist klar: unverhältnismäßige Eingriffe in die Grundrechte der Jugendlichen durch ungerechtfertigte Gewaltanwendung oder durch dauerhafte Isolation sind nicht akzeptabel, und sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, müssen hier auch kräftige Konsequenzen folgen. Aber, und das sage ich auch sehr deutlich, die CDU wird nicht mitmachen, wenn ein Bündnis aus linken und grünen Politikern sowie sogenannten Experten die Vorwürfe gegen die Hasenburg dazu instrumentalisieren, um gegen die geschlossene Unterbringung an sich zu Felde zu ziehen. Wir stehen als CDU ohne Wenn und Aber hinter der geschlossenen Unterbringung als letzte Chance zur Vermeidung der Jugendhaft. Und wir alle wissen doch auch, und das sollte auch Frau Blümmecke wissen, dass die Alternativen für diese Jugendlichen in Wahrheit nicht übliche Einzelfallhilfen aus pädagogischen und therapeutischen Angeboten sind. Die Alternative für diese Jugendliche wäre das weitere Abgleiten in die Kriminalität und in der Konsequenz damit der Strafvollzug. Und das sollte unsere gemeinsame Überzeugung sein, dass das nicht der richtige Weg wäre. Denn, und das klang auch an, wir reden hier nicht über Jugendliche, die Kirschen aus Nachbars Garten gestohlen haben, sondern über jugendliche Intensivtäter. Das sind Kinder und Jugendliche, bei denen ein Familiengericht die Einweisung verfügt, weil zuvor alle anderen Möglichkeiten der Jugendhilfe gescheitert sind. Es sind Kinder und Jugendliche, die in jüngsten Jahren straffällig werden, ein erhebliches Gewaltpotenzial haben, weil sie früh Drogen und Alkohol konsumieren. Jugendliche, für die eine derartige Unterbringung die letzte Chance vor der Jugendhaft ist. Und meine Damen und Herren, die geschlossene Unterbringung kann eine Chance sein. Wissenschaftliche Studien belegen, dass bei bis zu 70% der so Untergebrachten die Entwicklung positiv verläuft. Das heißt, die Rückfallquote ist deutlich geringer als von den Jugendlichen, die aus dem Strafvollzug entlassen werden. Eine solche positive Entwicklung hilft dann den Jugendlichen selbst. Sie dient aber auch dem präventiven Opferschutz, der für uns ebenfalls einen hohen Stellenwert hat. Meine Damen und Herren, die Haltung der CDU zur geschlossenen Unterbringung ist sehr klar. Ganz anders sieht es bei den Kollegen der SPD aus. Das zeigt uns zum einen die Historie in Hamburg, aber auch der aktuelle Richtungsstreit. Die SPD ist in der Frage der geschlossenen Unterbringung uneins
und davon können auch solche Reden wie heute Herr Eisold nicht ablenken. Auf der einen Seite gibt es die Gegner der geschlossenen Unterbringung. Für sie gilt weiter der Slogan Menschen statt Mauern, der in den 80er Jahren von dem früheren Sozialsenator Jan Ehlers geprägt wurde. Wolfgang Rose hat deutlich gemacht, dass er diesem Bild weiter anhängt und hat ja seinen Senator aufgefordert, alle Jugendlichen sofort aus den Heimen herauszuholen und sprach von einer Diskreditierung der SPD in diesem Politikbereich, wenn das nicht erfolge. Auf der anderen Seite, neben Herrn Rose, auf der anderen Seite stehen Sozialsenator Scheele und Fraktionsvorsitzender Andreas Dressel, die sich eindeutig für die geschlossene Unterbringung ausgesprochen haben, vielleicht ja auch, um den Fehlern der Innenpolitik aus den Regierungsjahren wieder vorzubeugen. Aber auch wenn die SPD sich in dieser Frage noch sehr mit sich selbst beschäftigt, wir brauchen jetzt eine offene und ernsthafte Diskussion, ob, wie und wo Hamburg entweder allein oder mit seinen Partnern in den norddeutschen Bundesländern wieder eine eigene Einrichtung betreiben soll. Dabei, und das hat die jetzige Diskussion schon deutlich gezeigt, muss Hamburg eine uneingeschränkte Kontrolle über die Einrichtung haben. Das steht jetzt schon fest. Und liebe Frau Blümmecke, ich komme auf Ihren Antrag zu sprechen. Dieser Antrag kommt aus unserer Sicht eindeutig zur Unzeit, denn die Akteneinsicht, die wir hier gemeinsam beschließen, hat noch nicht einmal begonnen. Und auch unser Vororttermin in der Hasenburg erfolgt erst am kommenden Freitag. Und so ernsthaft wie das Thema ist, und da sind wir uns, glaube ich, einig, so ernsthaft muss auch die Aufklärung sein, die wir betreiben. Und diesen Anspruch kann ich in Ihrem Antrag nicht erkennen. Und Ihre historischen Vergleiche, die Sie hier eben gezogen haben, bestätigen bei mir den Eindruck, dass Sie da ein bisschen übers Ziel hinausschießen, es über die Aufklärung bei Ihnen tatsächlich in einer Diffamierung der geschlossenen Unterbringung deutlich hinausgeht. Und Frau Blümmecke, ich will es auch in Ihre Richtung noch einmal sagen. Für die Kinder und Jugendlichen, für die alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe ausgeschöpft wurden und die den Weg aus der Kriminalität trotzdem nicht gefunden haben, sehen wir als CDU keine Alternativen zur geschlossenen Unterbringung. Und deshalb werden wir Ihrem Antrag in diesem Punkt auch nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, wir werden uns in die Diskussion über die künftige Ausgestaltung der geschlossenen Unterbringung mit klaren Überzeugungen und konstruktiv einbringen. Dies tun wir aus Verantwortung für die straffällig gewordenen Jugendlichen und auch zum Schutz der Bevölkerung vor künftigen Straftaten. Das erwarten wir allerdings auch von der SPD. Und deshalb, Herr Senator Scheele, es liegt nun an Ihnen, die politische Taufstation zu verlassen, die SPD auf Kurs zu bringen und mit uns gemeinsam dafür zu sorgen, dass die geschlossene Unterbringung in Hamburg auf einen vernünftigen Weg gebracht wird. Danke.